Kapitel 14. So kurz davor. Panik steigt in dir auf. Warum hast du bloß deine Zeugnisse nicht mitgebracht? Onkel Joachim merkt, dass du ängstlich in deinem Beutel herumwühlst und unruhiger wirst, je näher ihr der Grenze kommt. Er legt dir eine Hand auf deine Schulter und flüstert dir zu, dass er einfach sagen wird, er sei dein Vater. In seiner Hand hält er ein paar alte Fotos von deinem 10. Geburtstag, auf denen ihr gemeinsam zu sehen seid. Könnte das wirklich funktionieren? Endlich seid ihr an der Reihe, von den Grenzwächtern überprüft zu werden. Onkel Joachim erklärt, warum du keine Papiere dabei hast. Er zeigt ihnen die Fotos. Du kannst vor lauter Nervosität keinen Ton von dir zu geben. Aber das Wunder geschieht. Sie lassen euch durch. Nun seid ihr erstmal in Sicherheit. Nur, wie wird es jetzt weitergehen? Gemeinsam mit eurer Gruppe fahren sie euch in LKWs zu einem Auffanglager. Alles ist voll von Menschen. Überall siehst du Gesichter, traurige, ängstliche, junge, alte. Es gibt Wasser, Essen und Schlafplätze für jeden. Nur drei Dinge gibt es nicht: Ruhe, Freiheit und Gewissheit. Du weißt immer noch nicht, was mit deiner Familie geschehen ist, aber du suchst jeden Tag nach ihnen. Es gibt ein schwarzes Brett, auf dem du eine Nachricht hinterlassen hast, und gemeinsam mit Onkel Joachim läufst du jeden Tag durch das ganze Auffanglager. Aber verlassen darfst du es nicht. Mit dem Übertreten der Grenze hast du einen Teil deiner Freiheit aufgegeben. Du befindest dich nun in einem fremden Land. Gestern hat dir jemand dabei geholfen, ein Asylgesuch auszufüllen. Doch Onkel Joachim hat gleich gesagt, dass es vermutlich nicht helfen wird. Wahrscheinlich werdet ihr bald in ein anderes Flüchtlingslager gebracht, wo ihr länger bleiben könnt. Vielleicht gibt es dort sogar eine kleine Schule, die du besuchen kannst. Alles ist neu, alles ist anders und alles ist schwieriger. Oft vermisst du deine Familie sehr, aber du bist froh, dass du überlebt hast und nun in Sicherheit bist. Ende. Diese Flucht endet in Sicherheit. Überlege, wie du dich in dieser Situation fühlen würdest. Was würdest du im Flüchtlingslager tun? Was würde dir helfen, mit der Situation zurechtzukommen?